Hallo Horizon-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen, wir haben heute mächtig etwas unter der Haube, Let's Play. Natürlich werden wir heute nicht die Viper weiterfahren. Wer wissen will, was es mit dem Auto auf sich hat, unten in der Videobeschreibung Playlist ist verlinkt. Da einfach mal ein und beziehungsweise zwei Folgen mal zurückgehen. Da wirst du dann sehen, was es mit dem Auto auf sich hat, warum das Ding so bollert und warum ich die grüne Lackierung wieder drauf habe. Findest du da zwar nicht raus. Übrigens, Kollege, ne, das ist ein V10 und kein V8. Wurde ich auch in den Kommentaren drauf hingewiesen. Aber die Viper, auch wenn der Klang echt böse ist, LKW-Motor drunter übrigens. Der Block ist zumindest von einem LKW, der komplette Motor ist nicht von einem LKW, weil so hochdrehende Motoren haben die da, glaube ich, im LKW da drüben nicht bei den Amis. Gut, wir werden aber heute, für die Leute, die das erste Mal einschalten, erwähne ich das auch immer wieder liebend gern, weil du möchtest ja auch wissen, was heute auf dich zukommt. Wir werden heute ein neues Auto aufbauen. Wir werden die letzte Meisterschaft beginnen, weil bereits dann kommt nämlich das große Finale. Und heute wird keine Umfrage mal in der Videobeschreibung stehen, weil ich hatte ja gesagt in der letzten Ausgabe oder in der vorletzten Ausgabe, dass ich mir fürs Finale mal was Eigenes raussuche, weil das ist nämlich das letzte Finale, was wir vor uns haben. Danach haben wir es nämlich durch. Danach sind wir durch Horizon durch, zumindest wenn wir das Storm Island DLC mal außen vor lassen. Bei mir ist heute Dienstag, genau. Eigentlich sollte heute das Mazda DLC erscheinen, ist aber bis zur heutigen, bis zur jetzigen Stunde plapper nicht. Es ist nämlich knapp, lass mich auf den Tacho gucken, es ist fast um 6 abends, also 18 Uhr. Und erschienen ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Demzufolge dachte ich mir, gut, lässt er halt Mazda sein. Wir werden heute mal eiskalt, einfach locker flockig mit dem LP ein bisschen weitermachen. Aber es kann gut sein, dass ich das Mazda DLC vor der jetzigen Ausgabe, die du jetzt gerade siehst, noch freischalte. Muss ich mal schauen, je nachdem wann der ganze Kram kommt. Gut, letzte Umfrage, es standen SUVs, beziehungsweise Jeeps, nee, SUVs zur Auswahl. Da war die Begeisterung, wie es aussieht, überhaupt nicht da bei euch. Es haben nämlich gerade mal 445 Leute mitgemacht. Gut, ich habe das Video auch nicht ganz so lang laufen lassen, also die Umfrage nicht ganz so lang laufen lassen. Auf Platz 3 der Lamborghini Urus mit 58 Stimmen. Auf Platz 2 der Range Rover Supersports, nee, Supercharged ist er. Da ist ein Kompressor drauf mit 106 Stimmen. Und eigentlich unangefochten, schon seit die Umfrage drin ist, ist ein deutsches Fabrikat, nämlich der Mercedes-Benz. Da haben wir ihn auch schon Elefantenrollschuh genannt. Ne, der heißt natürlich nicht so. Das ist der Mercedes-Benz G65 AMG und zwar die 2013er Version. Ja, den werden wir heute mal aufbauen. Der kostet relativ wenig. Den können wir uns einfach mal ganz gediegen heute mal rauslassen. Wie gewohnt, ich habe auch jede Menge Informationen zu dem Wagen rausgesucht. Wir suchen bereits jetzt mal nach einem Design, aber ich glaube fast, da dürfte es nicht so viel geben, weil ich einfach die Umfrage relativ schnell abgewürgt habe. Wenn sich ein Auto durchsetzt, ihr seid doch irre. Es geht schon wieder los. Also, ich glaube, manche, die hocken einfach nur. Wow. Okay. Black Dragon, The Chiller. TTHK, verkehrt rum. Warum? Warum, Chili? Warum? Damit katapultierst du dich doch gleich ins Aus. Auch wenn du richtig fleißig warst. Black Dragon im Pink. Monster, hat man schon was? 10.000 Abonnenten. Ja, da wird auch nochmal ein eigenes Video dazu kommen. Wo ich mich dazu ein bisschen auslassen werde. Go Final. Das ist da mal eine richtig geile Idee. Go Final. Und da gefällt mir eigentlich... So persönlich? Komm, nehmen wir heute mal Noel. Zumindest für die heutige Ausgabe nehmen wir Noel. Und für die nächste werden wir nochmal ein neues Design draufknallen. Weil ich glaube, damit seid ihr Go Final. Auf der anderen Seite, Go Final. Okay, okay, er hat es richtig gemacht. Wird belohnt, wird gekauft. Natürlich nicht das Design. Das kriegt man übrigens kostenlos. Wenn du ein Designer bist, kriegst du dann von der Forza Hub... Je nachdem, wie viele dein Design runterladen, bekommst du die Credits gutgeschrieben. Anders wie es zum Beispiel im Forza Motorsport 4 war, wo du einen eigenen Preis festlegen konntest, was so ein bisschen dieses Autohaus, was es ja auch nicht mehr gibt in Forza, zumindest ein bisschen repräsentiert hat. Gut, raus jetzt hier. Es geht ab. Wir haben jede Menge vor, ne? Ein bisschen fahren, ein bisschen Auto aufbauen, ein bisschen Rennen fahren, hoffentlich gewinnen. Schauen wir mal. Mal einen Blick. Go Final, Go Final. Design bei Noel ist auch ein sehr, sehr treuer und langjähriger Zuschauer.
Auf geht's. Anna. Komm, jetzt sitze ich auf den Ohren. Wir haben es ja was geschafft. Anna. Anna. Autotor, fortsetzen. So, wir haben ein paar Kilometer vor uns. Die Route zur nächsten Autotour-Veranstaltung wird berechnet. Ich habe mir gerade so bitte was zu dem Auto durchgelesen. Wikipedia habe ich nichts gefunden. Ich habe so eine Mischung aus Automotorsport und ich glaube Spiegel habe ich auch nochmal geschaut. Einfach nur um sicher zu gehen, weil wenn du 3-4 Quellen hast, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass man da keinen Blödsinn erzählt. Wir haben hier ein wirkliches Urgestein vor uns. Die G-Klasse wird ja von Mercedes schon seit Ewigkeiten gebaut. Seit neuestem auch gibt es einen AMG-Ableger. Gebaut wird der G65 AMG seit 2012. Soundcheck im Originalzustand. Wenn das nicht dreckig ist, dann weiß ich auch nicht. Was haben wir hier vor uns? Ein riesengroßes Schiff, dem man absolut nicht ansieht, was hier drunter hockt. Nämlich unter der etwas längeren Motorhaube hockt ein 6 Liter... Was habe ich mal aufgeschrieben? 6 Liter V12? 6 Liter V12 Biturbo aufgeladen? Der hört sich aber eher an wie ein V8. Nach links abbiegen. Was haben denn meine Quellen da gesagt? Ich würde es am liebsten... Wisst ihr was? In 400 Metern nach rechts. Live and unplugged? Das will ich jetzt wissen. Das ist doch kein V12 zum Henker nochmal. Los, Handy, mach mit. Das ist ja mal wieder ein Mega-Fail hier. G65 AMG technische Daten. Nicht tschechische Daten, technische Daten. Ich dachte, ich muss wieder aufpassen, was ich sage, ansonsten kriege ich wieder eins auf den Nuss hier. So, gehen wir mal auf die Seite. Die ist zwar nicht ganz so der Hit, aber... Doch, doch, hat er recht. Hat er recht, Herr Thompson. 6 Liter V12 Biturbo aufgeladen, das Ganze. Es stimmt. Hört sich aber echt böse an, als für ein V12. Gut, das hat ja auch mit den Öffnungszeiten der Ventile zu tun. Der Klang kommt nämlich nicht einfach nur aus dem Auspuff. Der Auspuff bringt im Prinzip nur das nach unten, was im Motorraum geboren wird. Oder nach hinten, nicht nach unten, sondern nach hinten. Hier nicht ganz so weit, weil wir haben ja Sidepipes. 6 Liter V12 Biturbo, 612 PS, 1000 Newtonmeter Drehmoment. Wer jetzt sagt 1000 ist eine ganz schön krumme Zahl, da hast recht, weil das Ding ist nämlich... Servus David. Das Ding ist elektronisch abgeriegelt bei 1000 Newtonmeter. Ansonsten würde es mit dem ein oder anderen Differential ein bisschen wie Probleme geben. Die würde der Motor nämlich einfach wegpuffen. Da wird es Kling machen und die Zahnräder würden sich im Wohlgefallen auflösen. Deswegen eine Limitierung auf 1000 Newtonmeter. Ist der Wagen schnell? Ja. Ist der Wagen schneller als so manche Sportwagen? Oh ja. 0 auf 100, 5,3 Sekunden. 0 auf 200, 22,3 Sekunden. Abgeriegelt wird der ganze Kessel bei 230 km/h. Einfach weil dann auch der Auftrieb der Luft ein bisschen zu viel wird. Das wird alles zu instabil. Und bevor irgendwie was Schlimmes passiert, weil wir haben nämlich hier ein Geschoss mit 2,5 Tonnen vor uns. Also musst du dir vorstellen, 2,5 Tonnen werden in 5 Sekunden auf 100 katapultiert. Das ist wirklich atemberaubend. Bei Automotorsport, bei dem Artikel... Ich mache keine Werbung für das Ding, aber die wissen zumindest, wovon sie schreiben. Stand drin, wie haben sie es geschrieben? Wenn du die Tachonadel anschaust, hast du das Gefühl, der Leibhaftige ist in dem Auto drin und treibt das Ding nach vorn. Brite oder wie? Also, das Ding kennt nur eine Richtung, nämlich richtig schnell nach vorn. Sind sie auch über Nürburgring mal mitgefahren und damit haben sie so manchen Sportwagenfahrer Angst und Schrecken gemacht. Kriege ich die Kurve noch? Ja, kriegen wir. Okay, auf geht's. Wir machen einfach Autotour fortsetzen.
Wir suchen uns keine neue Liga raus. Wie gesagt, fürs Finale suche ich mir was Eigenes raus. Wir fahren heute mal Montelino. Ich glaube, Montelino war doch genauso derselbe Klamauk wie eh und je schon, oder? SUV, so waren die drin. Offroad, genau da waren sie drin. Und Sports Utilities Vehicles, da haben wir es doch schon. Wir lassen die Lackierung erstmal drauf. Diese Folge können wir heute. Es kann nur gut sein, dass wir heute in der Folge einiges durchballern werden, weil wir einfach ein bisschen Wir haben Zeit heute ein sparen. paar richtig gute Leistungen gesehen. Ja. Das letzte Rennen war heftig. Die nächste Etappe Meinst du? unserer Autotour führt uns rüber nach Montalino. Oh, und die Ja. Leute am Straßenrand wollen eure Fahrzeuge sehen. Also gebt ihnen einen Grund zum Jubeln. Den Witz haben wir schon mal gebracht, aber ich fand ihn damals so lustig. Das mache ich gleich nochmal. Leute am Straßenrand. Wir bloß eine Grille, die so zirpt, oder? Dann hätten wir eigentlich das komplette Programm drin. Guckt euch mal die Nähte an. Heftig, oder? Scheiße, der Klang. Wir werden den Wagen auch schön aufbauen. Wir werden mal gucken, was es so gibt. Es wird, denke ich mal, ein klassischer Thompson-Umbau werden. Wir werden aber den Wagen jetzt nicht zu sehr aufbrezeln. Das heißt, der wird nicht auf Block gelegt, sondern der wird eine gewisse Höhe wird er beibehalten. Die Felgen müssen wir mal schauen, was wir draus machen. Der Noel hat ja hier ein schwarzes Design gewählt. Da würden doch ganz gut schwarze Felgen dazu passen, oder? Und zu schwarz ist es ein ganz guter Kompromiss, wenn wir ein bisschen Chrom haben. Weil ich glaube, heute ist so eine Folge mal ein bisschen Back to the Roots. Einfach wieder mal das draufschrauben, was wir sonst immer draufgeschraubt haben. Das war mal ein krasser Ausschlag auf der Tonspur hier. Zweite Ausfahrt heißt gerade drüber. Was gibt's sonst noch so Neues? Wir werden heute, also am Dienstagabend, werden wir so ein bisschen Real Reels, die neuen Ideen mal bitte testen. Der finale Test, die ersten Aufnahmen sind auch für diese Woche geplant. Wann das Ganze ausgestrahlt wird, sage ich aber noch nicht, weil ich noch nicht weiß, welche Pläne Lukas aktuell hat. Der natürlich wieder mit dabei ist. Lukas hat auch Bock drauf. Und wenn nicht, dann wird er einfach geknebelt, gefesselt, in den Keller gesperrt und dann muss er mit Tomstick diskutieren. Und glaubt's mir, liebe Leute, der ist schon ein bisschen aggro, weil der will auch wieder mal wieder was machen. Der will auch wieder ins Lenkrad greifen. Und der ist so lange hobbylos die ganze Zeit schon geblieben, dass es einfach mal Zeit wird, dass wir den Kollegen wieder mal ein bisschen hinter den Controller zwängen, weil Lenkrad besitze ich ja keins. Ne? Und der besitzt gar nichts. Der hat nur sein Rennoverall an, seinen Helm auf, seine Handschuhe an. Reden kann er auch nicht. Nach wie vor stumm. Aber der Helm ist auch schon leicht verstaubt. Also da wird es höchste Zeit mal wieder, dass der Kollege aus dem Keller geholt wird. Wer nicht weiß, was es mit Tomstick auf sich hat und wer das Ganze ist, ist sowieso absolut im Mysterium. Aber UBID, ne? Gibt es zwei Staffeln. UBID, richtig gutes Format und ich hoffe, auch da können wir Ende des Jahres wieder mal anpacken, weil mit Forza Motorsport 6 hoffe ich einfach mal, dass wieder ein Autohaus reinkommt, also ein Auktionshaus oder zumindest eine Möglichkeit, einfach Autos auszutauschen. Wenn das kommt, dann steht UBID nichts im Wege. Hier haben wir noch eine kleine Viper. Im Kreisverkehr die erste Vor der müssen wir uns aber auch nicht ängstigen, weil die verschnupfen wir auch. Der Wagen so, kommt ein bisschen mit dem Arsch rum, ist ansonsten sehr untersteuernd. Ein bisschen mehr Drehzahlen wären nicht schlecht. Wir haben eine 7-Gang-Automatik übrigens standardmäßig drin. Der Wagen kostet, ich glaube, 230.000 Euro Grundpreis. Ja, kannst du gut YouTube-Money investieren, wenn du genug hast, kannst du sowas holen. Hast natürlich dann Luxus pur. Das Ganze gepaart mit einer Leistung eines Sportwagens, auch wenn es kein Sportwagen ist. Aber zumindest musst du auf nichts verzichten. Übrigens, ich glaube, ein bisschen Carbon-Applikation für die Mittelkonsole und ein großer Griff für den Beifahrer zum Festhalten kosten schlappe 4.000 Euro Aufpreis. Aber die Sicherheit von dem Beifahrer, haben wir es dann? Ja, der hat schon Streben eingebaut, der weiß schon, wenn wir den anschubsen, dann kann er seine Rückleuchten vom Handschuhfach ausputzen. Weil die sind dann Matsche. So, da sind wir angekommen. Jetzt wird der Wagen ein bisschen aufgebaut. Nicht allzu sehr. Schöne Musik übrigens im Hintergrund. Und dann wollen wir doch mal schauen, dass wir heute noch mal ein bisschen was rennen, ein bisschen was reisen, ein bisschen Spaß haben hier.
Eine Sport Utility Heroes Meisterschaft. Darauf freue ich mich besonders. Immer. Wir haben ein paar Geländestrecken gesteckt, um deine Geländetauglichkeit zu testen. Wähle ein Rennen, um loszulegen. Wir fangen Gelände. Was ist das hier? Querfeld ein. Richtig geile Rennen zum Abschluss. Gelände? Lass mich raten. Querfeld ein. Also ist es pupsegal, mit was wir fahren. Die sind alle minderwertig, die Dinger. Na super. Da kommt Freude auf. Stufenaufstieg erreicht. Ich wollte doch der Garage beitreten. Das ist aber immer wieder. Das Spiel trollt mich ein bisschen. So. Ja, trotz VIP wird das Geld trotzdem nicht mehr. Er gibt trotzdem her, das Zeug. Bäm. So, jetzt bauen wir den Wagen mal ein bisschen auf. Wie gesagt, das Ding wird kein Monster werden, weil, steht dem Wagen, glaube ich, auch nicht. Aber, ne, natürlich in Folge 2, die dann als nächstes ausgestrahlt wird. Ich muss gucken, wie gesagt, mit den ganzen DLCs, wie ich das Ganze handhabe, werden wir den Wagen natürlich komplett aufbauen. Ne? Aber, es gibt Tuning. Ha, Mann. Sag mal, liebe Leutchen, hat man den nicht schon mal? Hamann. Den hat man doch schon mal auf Hamann umgebaut. Wie sieht denn das Heck von Hamann aus? Aha. Und von Mercedes? Nee. Aha. Yeah. Okay. Also Hamann Heck auf jeden Fall. Dachspoiler? Hat da Hamann was im Angebot? Ja. Die sieht ein bisschen nackig aus, ne? Finde ich auch. Nee, lass mal Stock. Die Front machen wir Hamann volle Kanne. Wir hatten schon mal einen Hamann. Ich kann mich da dunkel erinnern. Hier gibt's, glaube ich, nur Gitter, oder? Ja, genau. Die lassen wir weg, weil Gitter wiegen zu viel. Wir verlieren 5 Kilo, wenn wir Gitter drauf bauen. Genau, das war ja damals schon so lustig. Nee, lass ich mal weg. Das sieht doch nicht ganz so aus wie der letzte. Ja, natürlich, ne? Was kommt drauf? Wie soll es auch anders sein? Ich hatte ja gesagt, back to the roots. Demzufolge bleibt nur eine Firma übrig. Das ist Hamann. Oh mein Gott. Aber gibt's hier eigentlich noch Hamann? Gibt's schon noch, oder? Machen wir 21er drauf. Bisschen Profil haben wir ja immer noch. Und die Bremsanlage kommt dadurch richtig gut zur Geltung. Die wächst nämlich mit. Das ist Kabak. Das ist wirklich so. Wir brauchen Traktion. Demzufolge bereits jetzt maximale Reifenbreite vorn und hinten. Warum beide gleich? Da freut sich auch das Differential. Weil zwei unterschiedliche Reifenbreiten sind immer... Ja, serienmäßig haben wir ein paar Reifen drauf. Ist immer ein bisschen Krampf für ein Differential. Demzufolge sollte man zusehen, dass die Reifenbreite gleich ist. Ansonsten kann man mit unterschiedlichen Luftdrücken da ein bisschen entgegenarbeiten. Gesund ist es trotzdem nicht. Wir werden hier das Getriebe natürlich wieder anpassen. Bleibt gleich, ne? Müssen wir nichts machen. Wir könnten just for lustig. Anstatt... Ja, wir verlieren aber dadurch mehr. Sogar, ja, Geschwindigkeit ist klar. Offroad-Getriebe sind die Gänge, glaube ich, kürzer übersetzt. Wir machen mal ein Renngetriebe rein. Weil wenn das gleich ist, warum soll ich da irgendwie was Falsches einbauen? Und wir müssen die Karre auf jeden Fall abspecken. Zwei-Wege-Differential ist Pflicht, das ist verstärkt, weil da können wir später dank Elektronik-Update ein bisschen was mehr als 1000 Newtonmeter rausholen. Bremsen ist Pflicht, weil der Kessel, der wiegt 2,5 Tonnen, da müssen wir einiges machen. Fahrwerk, passt mal auf, wir machen einfach mal Offroad. Wir legen die Hütte noch sogar noch einen Zentimeter höher. Das können wir doch machen, oder? Kann man, glaube ich, trotzdem einstellen. Demzufolge bauen wir das Ganze mal ein. Wenn nicht, nehmen wir halt das andere Fahrwerk und schrauben es wieder nach oben. Aber ich glaube, das sollte doch bei einem Storm Island Fahrwerk möglich sein. Komm, bau ein. Hat er sich das überlegt, soll ich es machen oder nicht? Uiuiui. Wir machen mal nicht ganz das Leichteste rein, weil ich möchte noch ein bisschen was für Klang haben. Wir haben immer noch 1000 Newtonmeter, 450 kW, das sind 612 PS, 2268 Kilogramm. So, ein bisschen wie Klang möchte ich gern haben. Demzufolge ein Auspuff. Jean-Pierre Performance, der wird sich freuen, weil der hat ja so Dinge erst vor kurzem umgebaut. Alter Verwalter, hört sich das Ding böse an. Wäre mir aber persönlich zu laut. Ist mir einfach zu viel Boller Boller. So, mehr Drehzahlen hatte ich gesagt. Dass wir weniger schalten müssen, weil gerade im Gelände ist es vielleicht ganz gut, wenn wir da weniger schalten. Und vielleicht holen wir die letzten Sachen durch Zündung, das heißt Software-Update raus. 40 Newtonmeter holen wir dadurch raus. Machen wir doch. So, Schwungscheibe lassen wir außen vor.
Den einen Punkt schenke ich einfach doch KI. So, wir schauen jetzt hier mal rein, was gibt's hier an Setup. Wir lassen die Luft vorn und hinten gleichmäßig mal raus. Natürlich nicht, wir machen den hinten wieder ein bisschen träger. Das ist nach wie vor eigentlich immer dasselbe. Die Ausrichtung. Boah, das ist schwierig. Wir machen mal 04, 04. Nicht allzu viel. Das ist ein Allradler, können wir gleich fahren. 5,3. Stabi ist natürlich weich. Die ganze Hütte muss weich werden. Zu weich darf er auch nicht sein, weil dann haben wir ein Schaukelpferd. Das möchte ich auch nicht haben. Die Federn sind bereits auf weich. Das Fahrwerk Maximum. Das sieht richtig gesund aus. Das gefällt mir. Das lasse ich sogar mal so. Vielleicht macht er das Storm Island Fahrwerk einen ganz guten Job. Also Sperre, wir wissen es, wir haben ein allradgetriebenes Fahrzeug. Demzufolge vorn nicht allzu viel Sperre fahren, ansonsten hast du ein extremes Untersteuern drin. Hinten machen wir 20 zu 10, sagt er. Okay, 20 zu 10. Wir fahren auf der Hinterachse gnadenlos in 90%. Alles andere, ach, muss nächste Mal. 90% ist immer noch okay, wie gesagt. Horizon tickt so, solange vorn überhaupt noch ein Prozent ankommt, ist es für Horizon ein Allradfahrzeug. Also du kannst auch 99% fahren. Ich glaube, du kannst sogar 100 fahren und hast trotzdem noch vorne ein bisschen was. Also da musst du jetzt nicht zu sehr Fahrwerk-Profi sein. Das wird sich dann später im Project Cars, freue ich mich schon drauf, endlich sich mal wieder hinzusetzen und wirklich ein ernsthaftes Setup zu machen und zu wissen, jeder Millimeter zahlt sich aus und bringt auch was. So, Go Final vom Noel. Mal gucken, ob es uns Glück bringt. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, wir haben sogar richtig viel Zeit. Ja, dann starten wir da einfach mal, oder? Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Anna? Auf geht's. Autotor fortsetzen. Das geht, ne? Okay, die Route zur nächsten Meisterschaftsveranstaltung wird berechnet. Wenn möglich, bitte wenden. Gut, die Felgen passen dazu. Finde ich. Gut, die sind jetzt silbern. Normalerweise sind sie schwarz, aber die sind okay. Die gefallen mir. Der Farbverlauf gefällt mir auch. Ich bin sowieso ein Fan von Farbverläufen irgendwie geworden. Seid hier einer ohne Level? Ohohoho. Gut, wir sehen, der Eimer neigt sich ein wenig. Das kann er aber. Ja. Ja, ja, das gefällt mir. Oh, 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 Foto, 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 Foto. Was bist denn du für einer? Bam, guckt's euch an. Ja, ich habe schon wieder zwei gefunden. Die haben sich versteckt. Du kannst übrigens auch die Autos quer durch den Busch oder durch den Wald fotografieren. Ist für das Spiel vollkommen egal. Die Linse hat, wie es aus dem Röntgenblick drin, ein Röntgenobjektiv. Und erkennt wirklich das Auto, egal wo es sich versteckt. Grüß dich. Eine Camouflage. Da sind wir angekommen. Oh mein Gott. Bremsen ziehen nicht mehr so gut. Übrigens beim originalen G65, ich glaube 38 Meter von 100 auf 0, was bei 2,5 Tonnen richtig böse ist. Gut, er hat die Tuning-Teile nicht übernommen. Demzufolge dürfte das der Beweis sein, dass er die Thumbnails, nenne ich es einfach mal, übernimmt, sobald du ein Design drauf machst. Dann macht er das. Tuning-Teile sind für ihn Schnuppe. Vollkommen wurscht. Ein paar Luftöffnungen sind gut. Die gehen hoffentlich zur Bremsanlage, weil die wird gleich ordentlich zu tun bekommen. So, da schauen wir nochmal, ob das Design vom Noel uns Glück bringt. Montelino, bekannt für wunderschöne Offroad-Rennen, die wunderschön, überhaupt keinen Spaß machen. Cadillac Escalade. Wir haben da auch das Auto, was ich gewählt habe, nämlich den SRT. Was war's denn? Das SRT-Auto habe ich gewählt auf jeden Fall. Gut, dadurch, dass der Eimer auch schön weich ist, verliert er auch beim Start keinerlei Traktion. Die Typen stehen nach wie vor auf Profi. Ich habe jetzt nicht nach oben geschraubt, weil wir wissen ja, Geländerennen ist es Tom Thompsons Feind. Auf keinen Fall Freund. So, wir gehen mal ein bisschen raus, da seht ihr auch ein bisschen was mehr. Gut, das sind alles Geländerennen. Vielleicht bei, Geländerennen. Das sind alles Geländefahrzeuge. Den Urus, den würde ich da vielleicht ein bisschen außen vor lassen. Weil in dem steckt mehr Lamborghini als Geländefahrzeug. Gut, langsam sind wir nicht. Wir haben jede Menge Drehmoment. Die Nockenwellen, die zahlen sich ja auch aus, würde ich mal behaupten wollen.
Weil wir können einfach einen Gang drin lassen und den über ein schönes Drehzahlband drin behalten. Und hier sehen wir mal, das Storm Island DLC ist doch hier genau richtig. Nicht das DLC, das Fahrwerk natürlich. Ja, wir haben Kampfmasse, mein Freund. Da sind wir durch. Da geben wir Gummi. Das können wir. Wo geht's denn rein? That was she said. Oh mein Gott. Ah, komm rum. Komm doch mal rum. Okay, auf geht's. Ne, zu den ganzen, da nehme ich, wie gesagt, nochmal eine eigene Folge dazu auf. Ja, 10.000 Abos haben wir jetzt geknackt. Huhuhuhu. Und damit, ich fühle mich nach wie vor, wie als hätte ich 10 Abonnenten. Also, das ändert nichts an meiner Person, das ändert nichts am Kanal. Höchstens, dass wir noch professioneller werden. Wo geht's denn hier lang? Dahinter. Professioneller, ne? Ja, aber gut. So wie zum Thema professionell. Aber teilweise sehe ich das auch nicht. Ich sitze da echt wie Affe auf Schleifstein. Guck es mal an. Jetzt zeigt er mir an. Okay. Immer Ausreden suchen. Immer ist das Spiel dran schuld. Ich auf gar keinen Fall. Ja, wie gesagt, da kommt nochmal ein eigenes Video. Da werde ich mein Labervideo aufnehmen. In aller Ruhe. In aller Ruhe. Und dann schau mal, wo der Zug dieses Jahr weiter hinfährt. Ich höre neben mir ein. Ich sehe auch einen Schatten neben mir. Hallo? Bitte erst hupen, dann darfst du überholen. Da kommt der Lambo angeflogen, das wundert mich nicht, weil der ist schnell, das wissen wir. Okay, ich bleibe jetzt einfach hier ein bisschen auf dem Acker. Erstes Rennen, erster Sieg auf dem Weg zum Finale. Damit sind wir schon durch. Übrigens, da gab's. Danke. Mal 20 Punkte. Ja, schön gefahren, ein bisschen übertrieben, bin ein bisschen unfair gefahren. Wen habe ich denn gewählt? Escalade. Grand Cherokee SRT. Genau den habe ich gewählt. Wurde nicht genommen. Nicht mal mit ein paar Stimmen. Keiner wollte den Ami haben. Ihr wolltet alle Mercedes haben. Sollte natürlich auch bekommen. So, sehen wir hier irgendeinen, den ich kenne. Nö, auf den ersten Blick nicht. Falls du dich hier erkennen solltest, sag einfach mal Hallo in den Kommentaren. Da weiß ich nämlich, wer du dann bist. So, weiter geht's. Ein Rennen schaffen wir noch. Das ist ganz gut, weil da haben wir für morgen oder für die nächste Ausgabe zwei Rennen vor uns und dann den Komplettumbau. Das heißt, mit Wunderbaum und anderen Teppichen. Der Kevin war schneller. Auch in den Club müssen wir wieder mal schauen, wo wir da aktuell stehen. Das letzte Mal waren wir Platz 63, als ich reingeschaut habe. Und es ist gar nicht mal so schlecht. Um nicht zu sagen, das ist richtig geil. Anna. Autotor. Fortsetzen. Okay, die Route zur nächsten Meisterschaftsveranstaltung wird errechnet. In 400 Metern nach rechts abbiegen. So, ich wollte jetzt nett sein und Anna mal ausreden lassen, weil ich falle ja immer ins Wort. Aber die hat ja auch keinen Respekt vor uns, ne? Rechts abbiegen. Wie man sieht. Nicht weit von hier steht einer von Horizons Top. Und wenn man ja einmal freie Bahn lässt, dann labert sie uns eine Glocke ans Knie. Duell herausfordern möchten. Will ich nicht. Ich duelliere mich jetzt nicht. Ich bin eher auf der Suche nach... Guckt man hier rin in das Gelände. Auch wenn das Haus jetzt keine Schönheit ist. Sieht trotzdem ganz nett aus. Weil ich mache nämlich bereits jetzt... Komme ich hier nicht rein, oder? Doch, hier komme ich rein. Ich mache nämlich bereits jetzt... Gott, oh Gott, Thompson. Ein Thumbnail. Warum? Weil es ganz gut sein kann, dass ich andere Felgen und sowas drauf mache und ich nicht möchte, dass der Noel sein Auto bei der ersten Folge nicht so schön zu Gesicht bekommt. So, Schäden sind repariert und wie immer so ein richtig typisches Thompson-Foto, schön eingelenkt. Ich habe immer denselben beknackten Style drauf. Ist doch furchtbar, oder? Ist doch wirklich zum Mäusemelken. Vorspulen ist hier nicht möglich. Danke dafür. Muss man da noch was sagen? Oh mein Gott. Nee, manchmal erkennt die Xbox, ich weiß nicht, ob das an meinem bekloppten Dialekt oder so liegt, aber manchmal erkennt die halt echt Sachen, die ich nicht mal ansatzweise sage, die ich ja nicht mal denke. Gut, Fotomodus verlassen.
Auf geht's. Ein Rennen fahren wir noch. Gucken, ob ich hier unbeschadet wieder rauskomme. Ja, kein Problem. Wir sind doch Pro. Das ist wirklich eine Ohrgewalt. Und wir sind, glaube ich, schon Autos gefahren, die sich als Sportwagen betiteln und gerade mal halb so schnell wie das Auto hier sind. Gut, natürlich, ein richtiger Sportwagen kann das natürlich immer noch besser. Der kann im Prinzip mit den Felgen zumindest, würde ich damit nicht ins Gelände gehen wollen. Die Gene hat er, die Technik hat er, aber die Felgen würde ich, glaube ich, nicht mitnehmen. Also sei es AMG oder Harman Felgen. Ich glaube, da kommen dir die Tränen, wenn du da einen Kratzer drin hast. Gut, ein East Trail, das ist gut. Machen wir, fahren wir. Auch die Scheinwerfer finde ich ganz schön gelungen. Tagvorlichter hat er drin. Obwohl das Ding aussieht wie noch vor 20 Jahren, die haben den Stil wirklich beibehalten, das finde ich schön. Also egal, ob du eine alte G-Klasse nimmst oder eine neue, du erkennst wirklich, dass es eine G-Klasse ist. Das ist wirklich so ein Markengesicht, das wollen sie auch nicht ändern, das wollen sie beibehalten, das finde ich schön, das finde ich gut. Tradition verpflichtet heißt es ja so gut. Auf geht's. So, ein Trail heißt, wir bleiben auf der Straße, haben aber manchmal Schlamm unter uns. Nochmal 20 Punkte wären nicht schlecht, weil da hätten wir schon mal ein schönes Polster. Hier sehen wir mal das Riesengewicht. Gut, hier wäre vielleicht, zumindest für Asphaltsachen, ein Fahrwerk ganz gut, was ein bisschen sportlicher ist. Ich werde auch übrigens bei dem Komplettumbau, also bei Fifi-Leistung, werde ich den Bock nicht tiefer legen. Der soll ruhig mal so weit oben bleiben. So, warum haben wir denn den Offroader, wenn wir das Ganze nicht nutzen? Ja, okay. Daneben mir macht gerade Rache. Harakiri hier. Ah, da vorne fährt einer. Den haben wir noch nicht knipse fotografiert. Da müssen wir hin. Aus der Sonne, die nicht scheint. Was? X5 haben wir noch nicht fotografiert. Was ist denn da los? X5 übrigens, ne? Umfrage. Letzter Platz. Das hätte ich ja nie gedacht. So, ich warte nur auf ein Stück gerade Strecke. Mitten in der Kurve hier ein Fauteuilchen machen, das ist nicht ganz so meins. Also hier erwischen wir doch noch Autos. Drehen wir uns doch mal rum, ob wir hier vielleicht hinter uns noch ein paar sehen. Keine neuen Autos. Wir machen halt ein Foto davon. Mein Gott. Von dem keinen neuen Auto. Man merkt, ne, heute ist wieder Low-Carb-Tag bei mir hier. Das Brain schaltet genauso runter wie alles andere. Ab Blödsinn labern konnte ich schon immer. Oh, das war eng. Ah, hier haben wir jetzt die Trail-Variante. Hallo. Außen überholt, das können wir. Nächste Kurve schon mal ordentlich ransetzen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal alte GDCC-Videos mal angeschaut, die ich mit Pupsi damals zusammen kommentiert habe. Liebe Leute, ich freue mich darauf, wenn Peak Tuning, falls Peak Tuning wiederkommt, endlich wieder meine Rennliga. Weil was es da für geile Zweikämpfe gab, richtig böse. Und dieses wirklich Fechten am Limit, das hat wirklich Gaudi gemacht. Ah, gegen Trails habe ich nichts. Trails machen ja Gaudi. Nee, also da freue ich mich wirklich drauf. Nur fliegen ist schöner. Wenigstens landen wir auch weich. So, zweites Rennen, zweiter Sieg. Ausgezeichnetes Rennen. Danke dir. Ein großer Sieg. Ja. Vom Großmeister TT. Total überheblich hier. Gut, liebe Leute, wir machen jetzt hier an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Wenn du wissen möchtest, ob die G65 AMG Bestie auch in den nächsten zwei Rennen siegen wird und wie das nächste Design aussehen wird, ob vielleicht deines gewählt wird, dann schalte es nächstes Mal wieder ein. Wenn es heißt, mit dem G65 AMG gegen den Rest der Welt auf dem Weg zum zweiten Horizon Finale. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat die Folge wieder Spaß gemacht. Wenn ihr so sein sollte, Däumchen nach oben nicht vergessen, weiterempfehlen und natürlich das nächste Mal wieder einschalten. Ich bin erstmal raus. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Offroad Tom. Den Trailrennen Spaß machen. Man glaubt das kaum, aber man kann es glauben. Ihr wisst, was ich meine. Also, ich bin raus. Bis dann. Ciao, ciao.